Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Die Post war da. Die Post war da Nummer 21. Und ich habe keine Ahnung, was hier drin ist, aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Viel Spaß mit dem Video. So, dann gucken wir mal, was da gekommen ist. Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich habe zwar ein paar Sachen bestellt, wo ich eigentlich nicht so schnell mit der Lieferung rechnete. Und das sind halt nochmal zwei Päckler gekommen. Das heißt, die drei Videos jetzt halt nur alle. Das Problem ist halt, bis ihr das Video seht, das dauert eine Weile. So, also gekommen ist. Ja, das packe jetzt erstmal alles aus. Oho. Jetzt weiß ich auch, von wo das kommt. Puh, nicht schlecht, nicht schlechter Specht. Also bestellt habe ich bei 2F Deals war das, glaube ich. Also eine Firma, wo ich noch gar nie was bestellt habe. Und dass das so schnell jetzt kommt, das freut mich jetzt echt. Also ich habe jetzt bestellt die Fusch, aber nicht den Original, sondern den Klon. Der ist auf jeden Fall gekommen. Dann habe ich mehrere Verdampfer bestellt, aber die sind eigentlich die meisten noch nicht lieferbar. Aber der ist hier, genau, das ist der Pfeff 4.5. Der ist lieferbar, der ist auch schon hier. Mit einem Tankschild aus Metall und mit einem Tankschild aus, jetzt hatte ich irgendeinen Kunststoff, so wie hier schon drauf ist, also kann man das auch komplett Metall machen. So, das ist gekommen, aber das packen wir jetzt alles mal nochmal weg. Mail. Wenn man jetzt noch gucken möchte, was denn eigentlich alles gekommen ist. So. Also das soll ja einer der besten MTL-Verdampfer sein, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also Pfeff 4.5 heißt der. Und der Tim von Dampferlot TV, der hat mir schon 100.000 Mal diese Watte hier empfohlen. Und die haben jetzt auch gekauft für, ich kann es nicht gerade sagen, das war halt knappe 8 Euro. Und das sind 100 solche Schnürsenkel drin. Und so ein Schnürsenkel soll reichen für einen Dual-Coiler. Also muss ich dann ausprobieren. Und er meint, die sei noch besser wie die Kattenclouds, was ich eigentlich sonst immer gern verwende. Da. Kommt mit Sicherheit auch noch ein Video, wo ich die zwei dann miteinander vergleiche. Dann habe ich mir bestellt Any 90 Coils. Da haben jetzt 10 Stück gekriegt für. Oh, lasst mich lügen. War unter 3 Euro, das war ein Flash-Sale. Und die sieht echt auch geil schlecht aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wenn jetzt ich mein Pinzette finde, ob ich so ein Coil einzeln in den Fokus krieg, dass wir uns mal genau angucken können. So, da bin ich echt mal gespannt. Also sind zwei verschiedene, was ich da gekriegt habe. Oh, guck mal gerade mal in die Schachtel rein, wie der aussieht. Die sind zwar verschieden, aber trotzdem sehr ähnlich. Die Coils hier, die haben ein bisschen eine rundere Form und das ist mehr ein Flachdraht.
Gucken wir mal, ob man da einen rauskriegt. Ja. Auf jeden Fall auch ummantelt. Da bin ich echt mal gespannt, wie die sind. Ob die im Vergleich zu den AOL Vape NI90 Coils gleich gut, schlechter oder besser sind. Weil die hier, ja, der, wo meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich mit den Coils was richtig geiles Kunde haben, wo ich echt lieb. Das Geknatter, das sind meine Knatter Coils. Die war jetzt aber echt nochmal ein Stück günstiger. Mal gucken, ob ich beide ins Bild reinkrieg. Oh, wieso ist die Musik auf einmal so laut? So, das ist einmal 26 GA mal 2 plus 36 GA, das ist 26 GA mal 2 plus, hä, das ist eigentlich das gleiche. Die Hand. Ja, gemeint, einer ist 28 GA oder irgendwie so. Also rein von der Beschreibung her. Dreier Innerdurchmesser NI90, die haben 2,6 Ohm und die haben 2,0 Ohm. Das ist einmal Coil Fair Nummer 32 und Coil Fair Nummer 31. Gut, muss ich mir überraschen lassen, kann jetzt noch nichts dazu sagen. Ich hoffe mal, dass die so gut sind wie meine AOL Vape Coils, aber ich glaube, das ist das Interessanteste von der ganzen Bestellung. Das ist die Fush. Ich weiß nicht, wer von euch die Fush kennt. Das ist so ein Akkuträger, eine Tube, wo eine Beleuchtung mit eingebaut ist. Und das, da gibt es inzwischen einen Klon, weil die Originale kostet, glaube ich, 91 Euro. Das war mir dann echt ein bisschen zu viel für das, dass das ein bisschen leuchtet. Und für den haben jetzt zahlt. Oh, ich kann es eigentlich gar nicht mehr sagen, aber ich habe gemeint, das war unter 20 Euro. Jetzt muss ich dann nächstes bloß irgendwie gucken, dass ich mal wieder Akkus bestellen kann. Und leider kann ich es nicht mit dem Original vergleichen, weil ich das Original nicht habe. Aber vom Gewicht her kann ich schon mal sagen, der ist richtig schwer. Der Feuertaster. Ich finde ihn ein bisschen laut. So, hier ist auf jeden Fall eine Feder drin. Also das heißt, der Akku, der ist da drinnen gefedert, was eigentlich dann auch nichts passieren durfte. So, und das gefällt mir jetzt eigentlich echt geil. Da kommt jetzt so ein Plastikteil raus. Mal gucken, ob man in den dann reingucken können. Na, ich kann leider nicht den Fokus innen einrichten. Aber da sieht man, da ist Elektronik mit drin und die liegt jetzt irgendwie blank, weil das Ding Teil der Hand rausgeflogen ist. Das ist natürlich nicht ganz so ideal. Mal gucken, ob ich das irgendwie so dann reinkrieg, das testen. So, also ich glaube, wir haben es jetzt gut reinkriegt, so dass die Elektronik da drinnen geschützt ist. Dann tun wir da jetzt einfach mal mit dem Akku rein. Oh, das leuchtet schon.
cool. Der blinkt jetzt, weil kein Verdampfer drauf ist. Und theoretisch müssen wir durch Schüttler, genau, durch Schüttler kriege ich jetzt wieder Licht an. Blau. Also, muss sagen, das gefällt mir jetzt echt so. Das ist so ein richtiges Spielzeug. Was können wir denn da jetzt auf die Schnelle für einen Verdampfer drauf machen, was da gut aussieht? Ich hätte da schon eine Idee. Mein GT4, den dampf ich ja so oder so mit ca. 3,6 Volt, dass der eigentlich auf so Tube ganz gut funktionieren sollte. Ein bisschen weiter rausholen. Gut aussieht jetzt auch noch. Lupradulla auch schon. Aber das ist halt schon ein mächtiges Teil. Cool. Gefällt mir jetzt. Ja, in der Zeit nehme ich mal morgen mit zum Schaffen. Also das ist jetzt ein nettes Spielzeug, vor allem wenn man den schüttelt, dass da das Licht dann geht. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob man da irgendwie ein Dauerlicht machen kann. 1, 2, 3. Ja. Dreimal die Feuertaste drücken, dann habe ich eine Dauerbeleuchtung. Muss aber natürlich die Feuertaste drücken zum Dämpfen. Also cool aussehen tut es auf jeden Fall. Was ist da jetzt? Meine Kamera überbelichtet. Und gerade mal den ND-Filter ein bisschen weiter zumachen. Dass das jetzt so flackert. Also ich finde, im GT4 oben drauf passt es echt wie Arsch auf Eimer. Dann würde ich mal sagen, mein GT4 hat ein neues Zuhause gefunden. Gut, das war's auch schon, was alles komisch. Also was ich noch ausprobieren muss, das ist die Watte. Und mein neuer Pfeff, aber es ist natürlich auch nur ein Klon. Die Videos muss ich gucken, dass ich die produziere und dass die nachdem die Post war, da kommt. Weil sonst hat die eventuell das Problem, dass die Videos da vorne kommen, weil die Post war da. Also im Moment heute, 10. Mai, bis hier das Video fährt. Oh, das dauert bestimmt 2 Wochen, bis ich das veröffentlichen kann. Ich sage auf jeden Fall mal danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, lasst den Daumen da, wenn es euch gefallen hat.